Das Porzellan und sein Ursprungsland sind so eng verbunden, dass sie auf Englisch unter demselben Namen bekannt sind: China. Menschen stellen bereits seit mindestens 10.000 Jahren Töpferwaren her. Porzellan ist eine relative Neuheit. Vor etwa 2000 Jahren erschufen Chinesen aus Ton, Feuer und Vorstellungskraft erstmals Porzellan. Porzellan kann man in Haushalten auf der ganzen Welt finden. Seine Anziehungskraft liegt in der Kombination aus Funktionalität und Kunst. Die Seidenstraße brachte chinesisches Porzellan in die Außenwelt. Porzellan wurde oft als Symbol des Reichtums verwendet und wurde im Westen auch weißes Gold genannt. Es dauerte Jahrhunderte, bis die Geheimnisse der Porzellanherstellung China verließen. Porzellan gilt trotz seiner bescheidenen Rohmaterialien rund um die Welt als Inbegriff von Kultur und Feinheit, ähnlich wie Juwelen. Was ist sein Geheimnis? Das ist die Stadt Jingdezhen. Seit mehr als 1000 Jahren wird hier produziertes Porzellan um die ganze Welt verschifft. Wenn man es heute sieht, ist es schwer vorzustellen, dass die Porzellanhauptstadt einst fast verschwunden wäre. Mit dem Untergang der Qing-Dynastie 1644 bis 1912 erloschen die kaiserlichen Brennöfen in Jingdezhen. Gleichzeitig wurde im Westen und in Japan Porzellan in industriellem Maßstab produziert. Dies ist Du Zhongyuan, ein Industrieller. Als das Porzellan aus dem Ausland den heimischen Markt zu überschwemmen drohte, beschloss Du, dass etwas getan werden musste. 1926 eröffnete er in Shenyang Chinas erste industrialisierte Porzellanfabrik. Allerdings fand er 1934 überraschend heraus, dass Jingdezhen billiges Porzellan aus Japan importierte, während in der Stadt hunderte Brennöfen geschlossen wurden. Zu jener Zeit durchlief China den Widerstandskrieg gegen japanische Aggression. Du engagierte sich für die Rettung seines Landes und gleichzeitig für die Förderung der Industrialisierung des Porzellans. Wie konnte die ohnehin schon fragile Keramikindustrie in Kriegszeiten überleben? Du musste die Industrie verlassen, um im Krieg zu kämpfen. Er starb später in Xinjiang. Während Du die Industrialisierung als Rettung des Handwerks sah, blickten andere auf den künstlerischen Aspekt. Das ist Wang Bu, der König des Blau-Weiß-Porzellan. Wang war überzeugt, dass das Geheimnis des chinesischen Porzellans nicht in der Zusammensetzung des Tons oder der Temperatur des Feuers liegt, sondern in seinen einzigartigen kulturellen Elementen. Dieses elegante Blau-Weiß-Porzellan ist ein Symbol für chinesische Keramik. Wang benötigte Jahrzehnte, um diese Porzellanart zu meistern. Auch Wang wurde in seinem Kunsthandwerk geprüft. 1926 wurde eine Sammlung wunderschönen Porzellans des Forschungsinstituts für Keramikkunst in Jingdezhen, in dem er arbeitete, von Kriegsherren geplündert. Als endlich wieder Frieden in China herrschte, konnten traditionelle Künste florieren. Nach der Gründung der Volksrepublik China wurden Porzellankunsthandwerker wie Wang angewiesen, die Brennöfen zu befeuern. Ungefähr zu dieser Zeit begann die Veröffentlichung von Büchern über Porzellantechniken. In diesem neuen Zeitalter florierte die Porzellanproduktion und neue Fähigkeiten und Geräte entsprangen dem förderlichen Umfeld. Jingdezhen setzte und erreichte das Ziel, Schalen für 800 Millionen Chinesen herzustellen. Heute vertiefen sich immer mehr Menschen im Porzellan. In Jingdezhen kommen fast vergessene Methoden und neue Ansätze zusammen, um die Zukunft des chinesischen Porzellans sicherzustellen.